Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Herzlich willkommen zu einer Folge All the Mods. Ohne Facecam, klassisches Folgenformat zusammen mit RGB Pixel. Moin. Hallo. Du hast irgendwas gebaut, was irgendwas kann. Zeig. Ja. Pass auf. Ich leg hier Eisen rein. Ja. Und dann macht er das hier, okay? Okay. Ah. Das geht einem aufs Dauer. Ah, ich kann es mir schon denken. Ah, der macht's leise. Ja, der macht's viel leiser. Oh, okay, dieser Block ist bestimmt vielleicht dann doch ein Block, den wir hier und da mal bauen sollten, um lästiges Geschrei uns fernzuhalten. Fein! Aber was gibt's noch Neues? Wir haben irgendwie mehr Autocrafting-Einheiten, wir haben grölende Gröldinger und wie sieht's beim Kraftwerk aus? Wollen wir mal rübergehen? Unbedingt. Aber keinen Herzinfarkt bekommen. Nee? Nee. Wenn nicht gut. Gar nicht gut. Wenn der RGB schon sowas sagt, heißt das, er hat weitergearbeitet. Ein paar Dinge gemacht. Ein paar Dinge? Oha, oha, oh, Hoi. Ja. Hoi. Also, folgendes. Hier müssen wir Brennstoff, also Benzin oder Diesel, reinleiten und Wasser. Und da kommt dann Wasserdampf raus. Lass mich raten, der kommt hier hinten raus? Der Wasserdampf kommt da oben raus. Oben? Ja, steht der da nicht oben. Falsch herum? Steht falsch herum, den muss ich noch umdrehen. Ah, okay. Oder ich mache ein langes Rohr, je nachdem, mal gucken. Ich finde es gut, ne? Passt das so an der Kette. Der Wasserdampf geht dann hier rein. Yes. Und treibt dann diese Turbine an. Und hier in der Mitte ist dieser Schärften, der dreht sich. Sieht man das dann auch alles, wie sich das dreht? Ja. Also soweit ich weiß schon. Und dann dreht sich der hier und das hier vorne ist nochmal ein Block, das ist der Alternator. Das ist quasi, ja, einfach ein Generator, der dann diese Drehung in Strom umwandelt. Und hier haben wir dann 6 HV-Energy-Outputs. Schick. Die, je nachdem, wie das Modpack konfiguriert sind, insgesamt bis zu 25.000 F pro Tick erzeugen können. So, und was ist hier nochmal? Hier dieses orange Ding? Also kann man da noch mehr dran anschließen? Nee, ich glaube, das ist einfach nur Deko. Okay. Ja. Es gibt noch ein paar Maschinen, die haben hier zum Beispiel, hier siehst du so einen roten Punkt. Hier und da. Das ist ein Redstone-Eingang. Ach, da kann man einen Block hier hinpacken und dann... Ah, wie cool. Ja, man kann mit dem Schalter ein- und ausschalten und eventuell kann man auch mit einem Comparator den auslesen. Das müssten wir ausprobieren. Kann der Boiler explodieren, wenn irgendwie hier was falsch ist? Nicht, dass ich wüsste. Aber wir könnten zum Beispiel so Dinge machen wie, wir haben hier Open Computers. Also falls sich einer von uns mal damit beschäftigen möchte, könnten wir hier an diese Generatoren so Interfaces anschließen. Und dann könnten wir uns in der Base so einen Monitor machen, auf dem dann die aktuelle Drehzahl vom Kraftwerk und die Auslastung und die Dampfmenge und die Energieproduktion so angezeigt wird. Oh, I see. Ja, aber es kann man auch analog mit Redstone machen, also so ein bisschen da klassische Redstone. Das ginge auch. Ja. Ah, interessant, wie die gerendert werden, also die werden quasi als Entität gerendert. Ja, ich habe schon gemerkt, das ist, wenn man so ein bisschen auf die Seite guckt, dann wird der ausgeblendet. Ne? Ach, stört aber nicht. Und wie viele nebeneinander machen wir? Ich würde sagen so 4, 3, 4 sowas. 5. Ja, mal gucken. Also wir müssen mal schauen. Also erstmal würde ich einen betreiben, mal gucken, wie viel der überhaupt verbraucht dann an. Ach, stimmt, Öl da muss. So. Ach, stimmt, das ist ja. Oh, okay, ja. Das stimmt. Naja, wir brauchen ja was. Und vielleicht kann ja auch ein Boiler mehrere Turbinen versorgen. Oder vielleicht braucht eine Turbine mehrere Boiler, ne? Das müssen wir alles noch ausprobieren. Okay, das ist gut. Das unbedingt ausprobieren, denn dann wissen wir auf jeden Fall, in welche Richtung es geht. Da fug. Das Ding ist crazy, sage ich dir. Ja. Und jetzt kann ich dir mal zeigen, wo wir unser Öl herbekommen. Ja, gerne. Ich habe hier hinten schon mal ein paar Kernbohrungen gemacht. Mhm. Wir können mal hier hingehen. Hier steht gerade das Kernbohrgerät. Jo. Aber mein Akku ist leer. Ich habe hier so einen Akku gebaut, aber der ist leer. Deshalb steht das hier noch ohne Kern. Aber wenn wir hier einen Chunk weitergehen, dann siehst du hier einen Bohrkern. Und dann siehst du in diesem Bohrkern, hier gibt es Gold und hier gibt es Lava. Du kannst ihn auch in die Hand nehmen, so. Und dann mit der Maus drüber hovern. Und dann siehst du, was es da gibt. Für Adern. Ach, wie cool. Okay, genau. Das macht man quasi ein paar Mal, wenn man Öl gefunden hat, dann
Genau, ja. Also wir können mal weitergehen. Da ist können wir nicht einfach unterirdisch nach dem Ölsee suchen? Nee, das ist quasi unter dem Bedrock, das, was der da so... Ah, findet. Hier ist Öl. Genau, und das ist der erste Chunk, den ich gefunden habe. Und das größtmögliche Ölvorkommen sind 15 Millionen Millibuckets und das sind 14,4 Millionen Millibuckets. Also das ist schon mal, ordentlich, das ist ein geiles Loch. Das ist mal ordentlich Lack, aber keine Mineralien. Dann haben wir hier noch, hier haben wir zum Beispiel einen Chunk, dem ist gar nichts. Dann haben wir hier einen Chunk mit 800.000 Millibuckets Lava. Mhm. Und dann haben wir hier noch einen Chunk, da ist gar nichts. Und das müssen wir halt ein paar Mal machen. Jeden Was ist, Chunk, wenn da unten also Erze sind oder so, werden die dann mitgefördert oder wie ist das dann? Also es ist folgendes, es gibt einmal eine Pumpe, die pumpt die Fluid Reservoirs ab, also Lava, Wasser oder Öl, je nachdem, was in dem Chunk ist. Und dann gibt es einen Excavator, das ist so eine riesige Schaufelradbaggerschaufel. Und die baut dann quasi die Ore-Geschichten ab in dem Chunk. Und wenn du das Ding baust und dahin baust, dann kannst du halt, ja, keine Ahnung, 100.000 Gold oder so rausziehen. Okay, klingt crazy. Und in der heutigen Folge wollen wir mal noch was anderes machen. Und zwar, wir wollen eine kleine Expedition machen. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob RGW will. Ich glaube, RGW will nicht. Doch, wir können das schon machen. Aber ich würde dir ganz gerne noch kurz zeigen, was ich meine mit dem Schaufelradbagger. Okay. Mit RGB meine ich, mit das RGB das nicht will, meine ich, dass es eventuell auf unserer Expedition Dinge zu sehen gibt, die RGB nicht sehen möchte. Ja. Ja, jetzt weißt du auch schon, wo es hingeht. Wirklich. Okay, pass auf, ich gebe jetzt ein Buch. Ein Moment. Warte. Wasser ist immer gut. So. Mensch, Leute, irgendwie ist das richtig cool. Wir haben ja so richtiges Folgenfeeling. Das hatten wir. Aua. Das hatten wir lange nicht mehr. Hey. So ganz klassisches, so wie früher Gronkh etc. das gemacht haben, wirklich so Folgen. Gut, ja, Buch. Okay, pass auf, hier ist ein Buch. So, da gehst du jetzt nach Heavy Machinery. Oh, warte, ich muss darüber erstmal was essen. So, Heavy Machinery, ja. Dann auf Excavator. Yep. Dann auf Seite 3. Und dann klickst du da auf Stopp, damit der die Sample, Ding anzeigt. Und jetzt kannst du mit der Maus drehen. Junge, sieht das krass aus. Macht er das dann überirdisch oder wie läuft er? Genau, du baust den irgendwo in diesen Chunk rein, wie es dir persönlich am besten gefällt. Und er baut dann quasi alles ab, was diese Kernbohrung so... Er dreht sich und tut so, wir tun so, als ob wir das im Chunk abbauen, aber in Wirklichkeit baut das unten ab. Also könnte man theoretisch noch ein bisschen... Leute, ich finde das richtig schön, ne? Also RGB sagt das schon, es gibt Mods, da hat man einen Block, mit dem kriegt man alles. Aber ich finde sowas viel cooler, wenn wir da wir können Redstone-Signale rein rausleiten. Yo, ja. I like. Also am Ende werden wir beides machen. Wir werden einmal die Sachen machen, weil die halt fancy aussehen. Und... Wir werden, Okay, das Buch ist plötzlich geklont. Ich hab's nicht bekommen irgendwie. Oder hast du ein eigenes gehabt? Ich hab's, glaube ich, jetzt aus dem Stapel hier rausgenommen, ne? Keine Ahnung. Das kann sein. Egal, ich lege jetzt alles mal wieder zurück. Ja, pack's einfach ins System, genau. Und wir werden aber auch eine Ender-Query oder so, oder eine Quantum-Query machen, die dann halt das einfach in einer anderen Dimension abbaut, ne? Ja, wir werden einfach alles machen. Wir werden, genau. Also man kann nie genug haben und wir wollen natürlich genug haben und ja. RGB, dann würde ich sagen, auf geht's. Einfach mal so, wie wir ausgestattet sind. Lass uns mal schauen, was passiert. Wollen wir noch ein Bett mitnehmen? Ich befürchte es. Ja, lass mal ein Bett mitnehmen. Gut. Oder gibt's einen Schlafsack? Weiß nicht, maybe. Ja, es gibt ein Sleeping Bag, perfekt. Kannst du so einen machen oder weißt du, wie das geht? Sekunde. Wir brauchen blauen Farbstoff und Wolle. Warum muss ein Schlafsack blauer Farbstoff haben? Weil der blau ist. I see. Okay. Ich schau mal, ob ich ein paar Schafe... Leute, es wird auch heute eine etwas längere Folge, weil es sich gewünscht wurde, dass man mal alles Mögliche macht. Und wir werden vieles ausprobieren. Es wird solche Folgen geben, wo viel aus dem Livestream geschnitten ist. Es gibt Livestreams. Aber es gibt auch vielleicht ab und zu mal so etwas längere Spezialfolgen, die wirklich einfach mal aufgenommen sind. So, ne? Wie so ein kleiner Livestream. Ja. Vielleicht lade ich die dann auch am Wochenende hoch, dann könnt ihr entspannt zugucken. Vielleicht lädst du da einfach mal eine 2-Stunden-Folge am Stück hoch oder so. Überleg, also alles ist möglich. Vielleicht wird das ja auch eine 2-Stunden-Folge, die ich am Stück hochlade. Also maybe, also wer weiß. Und da oben ist noch ein Schafi. Hallo Schaf.
Wir haben nur noch zwei Schafe, ne? Irgendwie sind alle anderen tot. Hast du was damit zu tun? Nö, bestimmt nicht. Bestimmt nicht, nein. Nö, nein, niemals. Ich glaube, ich habe blauen Farbstoff gefunden. Warte. Ich hab schon. Achso, okay, dann ja, nicht. Hast du auch Bluebells gefunden? Nö, ich habe Mystical Cyanflower dazu verbraten. Bestimmt hasst die Mod mich jetzt. Mystical Cyanflower, das müsste eigentlich eine Shard geben, oder? Und keinen Farbstoff. Ja, kann auch sein, dass, ja, keine Ahnung, ich verstehe die Mod eh nicht. Aber irgendwann verstehen wir sie, Leute. Irgendwann wissen wir alles. Also wir erkunden die Welt. Und ich freue mich auch auf den Moment, wo wir dann irgendwann zaubern können. Oje. Und es gibt Betweenlands. Das heißt, wir können überlegen, RGB, ob wir uns zum Vampir machen. Als Vampir kannst du nämlich fliegen. Kannst du dich in eine Fledermaus verwandeln, dann fliegst du. Gibt aber einen Nachteil. Ja, es gibt nur einen Nachteil allerdings. Tag. Sonne ist nicht gut. Sonne macht Aua. Aber ansonsten ist gut. Alles andere, ansonsten, du hast so Night Vision und so, also das muss man, muss halt überlegen, was denn vormacht. Leute, einige haben geschrieben, dass sie die Livestreams nicht gucken können, weil sie keinen Twitch haben. Leute, um das ein für alle mal klarzustellen, ihr braucht kein Twitch. Genau, ihr braucht das nicht. Ihr müsst das nicht als App downloaden, ihr müsst euch da nicht anmelden. Ihr könnt einfach in der Videobeschreibung auf diesen Link drücken. Da twitch.tv/thedrawcraft-live. Und wenn ihr das donnerstags abends so ab 19 Uhr macht, seht ihr auch uns beiden All the Mods spielen. Ja. Und ich glaube, selbst wenn man sich die Mod runterlädt auf dem Handy, weil es angenehmer ist, muss man nicht sich registrieren, ne? Ich glaube nicht, nein. So, wo ist eine Kuh? Ich würde mal ganz kurz ein bisschen Milch trinken gehen. Da vorne ist eine Kuh, sehr schön. Ist das da vorne die Milka-Kuh? Nein, die ist nicht lila. So, hup. Oh, keine Schokokuh. Keine Schokokuh, genau. Wenn man die schlachtet, kriegt man tafelweise Schokolade. Okay. Ich arbeite mal ein bisschen an meinem Nutri-Score. Uiuiui. Also man muss ja wirklich, man muss ja tonnenweise Milch trinken, damit sich da überhaupt was verbessert. Ich repariere mein Schwert noch schnell, bevor wir losgehen. Können wir denn irgendein Superfood machen, RGB, was alles am Ende hat? Ja, zum Beispiel dieses Delighted Meal, also diese Pommes mit Burger und so, das ist das beste Food. Also es gibt mehrere von diesen besten Food. Es gibt einmal diese Pommes mit Burger, dann gibt es einmal so einen super Chili-Topf. Finde ich ja nicht gut, dass die Bot dem Spielern beibringt, dass das beste Food, was man essen kann, Burger mit Pommes ist. Es sättigt ja am meisten. Also wenn ich einen Burger mit Pommes esse, bin ich definitiv gesättigter, als wenn ich einen Salat esse. Das heißt nicht, dass es gesund ist. Ja, die Menge macht das Gift, Leute. Also wenn ihr es jetzt täglich mehrfach in euch reinschaufelt. Also es gibt ja Leute, die stehen auf zum Frühstück Burger mit Pommes, zum Mittagessen Burger mit Pommes, abends Burger mit Pommes. Nachspeise Burger mit Pommes und der Mitternachtssnack ist auch Burger mit Pommes, Leute. Dann solltet ihr noch über eure Ernährung nachdenken. Ja, das ist halt, ja. Aha. Das Ding ist, wenn wir diesen Nutri-Score hier auswogen, also wirklich alles auf 100% bringen, dann kriegt man mehr Leben. Und echt, ehrlich gesagt, für die mehr Leben lohnt es sich schon, RGB, ne? Ja, hast du, also Vegetable bin ich auf 100%. Hast du noch mal kurz einen Eimer? Ich muss auch ein paar Kühe trinken. So, Fruit bin ich auch recht hoch. Protein ist noch schlecht und Grind ist noch schlicht. Ah. Okay, also das heißt, RGB, wir sollten uns vielleicht dann doch, bevor wir Apple Park mit ganz großen Projekten angehen, zusehen, dass wir vielleicht doch den Pommesladen mit Burger automatisieren irgendwie. Also ich glaube, sobald wir unser Superfood einmal haben, es nervt mich nämlich schon, die ganze Zeit immer nur Kartoffeln zu essen. Ich meine, ich stehe als Deutscher dazu. Aber. Das Wichtigste dafür ist, dass wir, oh Gott, das füllt sich ja null auf. Ja, siehste, that's what I mean, ha? Okay, ich glaube, das reicht jetzt erstmal hier. Ja dann, auf geht's. Und du bekommst auch nicht nur mehr Leben, sondern du bekommst auch zum Beispiel Toughness, Resistance und solche Effekte. Also seht, Leute, wir machen uns hier einen McDonald's auf und werden die Stärksten. So, okay, los geht's. McDonald's für gesunde Ernährung. So, folgen Sie mir mal. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal. Stopp, warte mal, wir teleportieren uns einfach. Ach Gott, warum laufen? Warte. Laufen macht keinen Sinn. Das ist jetzt hier. Ich hab mir noch schnell einen Rudolf zwischen die Kiemen gehauen. Oh Gott, RGB! Junge, no! So, was war es nochmal? Ich meine, Reliolorirele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 r
Oh Gott, okay. Warte. Du willst da wirklich hin, ne? Ja, natürlich. Das ist hier hinten. Okay. Wir sollten vielleicht einen kleinen Bogen um... was? Hast du ein Boot dabei? Ja. Ah, okay. Wir sollten einen kleinen Bogen um was? Um das Radioaktivfeld machen. Wir haben da schlechte Erfahrungen mitgemacht, wir beide. Also ich habe keine Strahlung. Hast du etwa Strahlung? Ich habe nur ein Fitzelchen Strahlung. Das ist aber eher meine Freude, die ich hier am Spiel habe. Okay. Na gut, ich habe ja auch 2 Tote, ne? Schon da? So. Dann hau mal rein hier, das Boot. Okay, du bist Captain. Oh je. Sind sie an Bord? Ja. Dann pfaffen sie mal los. Okay. Das hier, meine Damen und Herren, ist eine Abenteuerfolge. Presented by RGB Pixel and the Joecraft. Also ich kann empfehlen für alle Leute, die eine Arachnophobie haben. Das bedeutet auf Deutsch eine Spinnenphobie. Ach, da ja, ist es schon, ich sehe es noch. Wir müssen mal ein bisschen weiter weg hier anlegen. Wir kriegen gleich den Herzinfarkt ihres Lebens. Ich lasse da auch Joe definitiv vorlaufen. Okay. So. Guck da einfach rein in diesen Monolithen. Wollen wir da reingehen? Kann man da reingehen? Wenn du die Spinnen umbringst? Ich hab. Die Fackel habe ich noch mitgebracht. Okay. So. Hä, okay. Wo sind die Spinnen? Ah! Ah, ja. Ach Gott, ja, das ist jetzt aber. Okay, das sind gar keine Spinnen. Das sind irgendwelche 8-beinigen Monster. Okay, dann kann ich reinkommen. Ja, kommst du rein? Wie, das war's schon? Eine Cthulhu-Statue. Oh. Oh, das sind irgendwelche Cthulhu-Dämonen oder so. Das ist hier gar kein Dungeon. Ich weiß nicht, ich nehme mal. Ich nehme Cthulhu mal mit. Ja, mach das. Aber wir können hier offenbar irgendwelche Dinger farmen, oder? Ja? Hast du es jetzt eingesammelt? Also diese Viecher sehen nicht gerade aus, als ob sie viel Spaß haben. Und stark sind sie auch noch. Oh, ich habe Warp bekommen. Ich auch, schon die ganze Zeit. Okay, wir müssen uns vielleicht mal tatsächlich... Ja, aber wir können uns nicht einfach so ein Dings bauen, ne? Ein was bauen? Es gibt so ein Teil, das dann Warp-Level anzeigt. Ja, okay, also mehr gibt's hier nicht. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass es hier so ein riesen Dungeon ja, ist. Okay. Das sind Zoggoths oder so. Zoggoths-Fleisch ist das. Oder kann man sich hier irgendwo durchbauen, vielleicht. Echt? Ist das mal hier so? Oh, da sind noch Blöcke, die man mitnehmen könnte. Ist aber auch so Hilfe. Oh, shit, ja. Ich bin fast tot. Ich habe nicht auf mein Leben aufgepasst. Pass auf, RGB, nicht, dass du plötzlich ins Gras beißt. Ih, Schleim. Diese Zoggoth-Biomass würde ich gerne mitnehmen. Dann nimm sie mit, bau sie mal ab. Ja. Ich kümmere mich hier um die Einsiedler. Okay. Oh, man kann die nicht mitnehmen. Nee, ne? Okay, ich mach's trotzdem mal weg. Vielleicht spawnt das Zeug dann nicht mehr. Mal gucken, ob die jetzt nicht mehr spawnen. Dann haben wir wenigstens was gelernt. Okay, ja, die spawnen nicht mehr. Okay. So, ich weiß nicht, wie viel Warp wir haben. Ich befürchte aber, dass es viel ist. Also hier scheint nicht so viel drin zu sein. Mhm. Außer Monolithstein. Ich weiß nicht, ob das cool ist zum Bauen. Nee. Ah, nö. Okay, gut, dann hat sie es damit schon. Wollen wir mal gucken, ob wir irgendwas finden. Ja, ist ein bisschen enttäuschend gewesen. Absolut enttäuschend. Ich dachte, ich bin froh, dass es keine Spinnen waren. Ja. Und du hast dich im Livestream so erstreckt, dass es... Ja, es sah auch aus wie eine Spinne. Mit diesen 100 Augen und diesen ganzen Beinen. Aber nachdem ich gesehen habe, dass sie irgendwie nur so Schleimmonster sind, da ist nicht so schlimm. Ah, okay. Ja, ich weiß. Es ist halt so eine ganz komische Phobie. Wenn es schlimmer ist als Spinnen, dann ist es nicht mehr schlimm, weil es keine Spinne ist. Lass uns mal hier abhauen, lass uns mal wieder zurück zu unserer Basis vergehen. Okay. Merkwürdig. Ja, warte mal, ich würde hier noch gerne... Ja. Schnell ein paar so Bäume mitnehmen, weil hier ist zum Beispiel Zedernholz und so, ne, vielleicht. Mhm. Ich verstehe. Wollen wir das nochmal haben? Verstehe. Ja, das sieht gut aus, das Holz hier. Ui. Das scheint aber nicht mit Dings abbaubar zu sein. Ich habe hier gerade cooles Holz bekommen. Eukalyptus. Okay, ich habe einen
Eukalyptus klingt gut. Eukalyptus klingt wirklich gut. Oh, Moment, jetzt habe ich das falsch jetzt mal aufbauen. So. Hier sind auch ein paar Skelette, die sind ganz glücklich, mich zu sehen. Hier ist eine ganze Menge Eukalyptus hier. Tegernzeppling, Amaranthzeppling. Das ist hier Eukalyptus. Hello there. Okay. Ah ja, das ist Eukalyptus. Hast du Seeds dabei? Ja, Eukalyptus-Seeds habe ich. Okay. Ich würde sagen, wissen wir es nicht noch mit hier? Genau, es reicht ja im Grunde, wenn wir von allem ein Seed haben. Ah ja, stimmt, wir können die alle noch später hochzüchten. Genau, wir können die später hochzüchten. Aber Eukalyptus sieht echt schön aus, so mit der Maserung irgendwie, das gefällt mir. Hm. Das Holz, da kann man bestimmt schöne Sachen mitbauen. So, was ist das? Ah ja, hier da kann man noch schöne Planks draus machen. Das ist brasilische Pinewood. Der kann leider nicht von der Axt, der Luba-Axt, kaputt gemacht werden. Ja, so ein paar gibt's leider, das ist sad, aber... Oh, Green Hardwood. Oh ja. Verrückt, was hier alles wächst. Wow. Das kommt sicher von der Strahlung nebenan. Ja, ist doch gut so. Also da ist die Strahlung uns mal förderlich. Hier ist auch noch was. Ist das Zedernholz? Ja, Zedernholz ist ja mal schön. Mhm. Warte. Ja, ich habe schon Zedern-Zeppling. Aber den perfekt. Hole ich auch mit. Würde ich definitiv immer mitnehmen. Hast du Brazilian Pinewood Zeppling? Ja, hab ich. Mhm. Zepplings? Okay. Ey. Dann haben wir hier noch Kokosnuss. Kokosnuss? Ui, dann können wir leckere Cocktails uns mal machen. Hm. Dann muss ich nur schauen, dass ich irgendwie... Oh nee. Hm? Die Goblins vom Wasteland sind gerade hier bei mir. Ja, du bist auch direkt in der Nähe des Wastelands, RGB. Was machst du denn da? Ja, aber was greifen die mich hier an? Ich möchte hier die Kokosdinger mitnehmen. Ah ja, da drüben ist direkt. Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Die Goblin rasen durch den Wald und alle machen RGB ganz kalt. Wer hat die Kokosnuss geklaut? Er hat die Kokosnuss, er hat die Kokosnuss, er hat die Kokosnuss aus dem verseuchten Gebiet der radioaktiven Strahlung geklaut. Ich frage mich, wer von den Zuschauern das kennt. Alle. Ja, jetzt denkst du dir alle, aber... Die Frage ist eher, wer kennt es nicht? Ah, zu viel Verrat. Nee, Barat. Nee, Rat. Keine Ahnung. Wie heißt diese Einheit nochmal? RGB, ich will weg hier. Rat, ja. Das sind... Wo ist denn unser Boot? Ach, da. Juhu! Wo ist denn RGB? Ach, da. Warte. Ja, ich warte am Boot auf dich. Ja, ich versuche jetzt einen etwas komplizierteren Weg zu gehen, um möglichst dieser radioaktiven Strahlung fern zu bleiben. Was? Irgendwie hab ich Oh, ich höre schon wieder den Geigerzähler. Aua. Wir müssen was mit dem Essen verbessern. Ja, dieses radioaktive Land, das können wir, glaube ich, später, wenn wir so Medikamente dagegen haben. Können wir nicht einfach eine Rüstung dagegen machen oder einen Anzug dagegen machen? Lässt es nicht anders schützen? Nee, du musst da es gibt da so eine Infusion, so einen Infusionsbeutel, den du dir machen kannst. Oder so Tabletten. Jodtabletten. Ja. Okay, so, bin im Boot. Diesmal störe ich. Ja. Du auch? Okay. Ja gut. Ja, wir können ja mal die andere Seite nochmal anstellen. Ja, dann lassen wir es bei einer Abenteuerfolge. Also ich finde, wenn wir heute eine Abenteuerfolge machen, oder wir könnten mal ganz kurz nochmal gucken, ob wir irgendwas anderes Spektakuläres finden. Also ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das ein bisschen eklig finden soll. Was denn? Ich habe Eier im Inventar. Ah, okay, gut. Ich hätte gedacht, so plötzlich im Auge oder irgendwie so. Nee. Aber es ist keine Hühnereier. Was für Eier? Sondern Silkworm-Eggs. Ja, okay, gut, die Eier. Also Holzwurm-Eier, ne, sind das. Ja, vielleicht brauchen wir die ja irgendwann mal. Naja. Siehst du irgendwas Spannendes? Nee, ich sehe hier drüben ein paar Palmen. Da drüben ist so eine Mini-Insel, die ist cute. Da scheint es aber nichts zu geben. Wir durchqueren jetzt einfach. Wenn wir einfach mal in die Richtung weiterfahren... Maybe. Ist das, glaube ich, eine Möglichkeit. Ne? Wir sind jetzt Columbus und Christopher. Wir entdecken Amerika. Ja. Oder Indien, je nachdem. Vielleicht auch Deutschland. Aha. Okay, da vorne kommt, glaube ich, eine Küste. Land in Sicht. Aber es sieht auch wieder nach Wastelands aus, links, ne? Ja? Ja, das ist Wastelands. Oh ja. Oh ja, das ist alles Wasteland da vor uns. Oi. Oh, hier ist einiges verstrahlt.
Ich glaube, du fährst jetzt genau auf so ein... Ne, da ist ein Dschungel. Ich hätte gesagt, wir durchstreifen jetzt den Dschungel. Achso, okay. Gut. Gehen wir so in die Richtung, dass das Dorf in diese Richtung, dass wir uns vielleicht so in diese Richtung orientieren. Vielleicht sollten wir einfach schlafen. Ja. Achso, wie geht das denn jetzt eigentlich mit dem Sleeping Bag? Klick den einfach an. Rechtsklick. Ach, jetzt hast du es gemacht. Egal, aber man hat es gesehen. Ach, wie cool. Ich nehme mal das Boot mit. Mach das. Ich habe noch mehr Holz. Rubberwood. Oh, Rubberwood brauchen wir ganz dringend. Aber ich habe keinen. Doch, ein Sapling wurde gedroppt da. Nimmst du den? Jetzt ist mein Inventar dummerweise voll. Ja, genau. Warte, ich habe mein Enderbag dabei. Jetzt sollten wir mal aussortieren, was wir vielleicht nicht brauchen. Brauche ich denn eine Queen Bee? Oh. Das brauche ich. Eine Queen Bee? Von welcher Mod? Pumps Harvest Craft. Nee. Schmutz. Flieg, lieber Biene. Okay. Kann man die nicht einfach im Rechtsklick fliegen lassen? Warte, ich will es wissen. Nee, die kann nicht mehr fliegen. Die ist tot, Joe. Hast du sie getötet? Nein, habe ich nicht. Sie schläft im Wasser. Stopp, was habe ich? Ich habe irgendeine Wurzel weggemacht. Also ich guck mal, was wir jetzt nicht brauchen. Zombies Herz brauchen wir nicht. Dieses Leder brauchen wir nicht. Dieses Leder Boots brauchen wir nicht. Death Strings brauchen wir nicht. Warte, doch. Das hier war Zombie Herz. Warte. Bauen brauchen wir nicht. Teesamen, haben wir Teesamen? Ich glaube, wir haben Teesamen, oder? Ja, wir können uns... Warte, es gibt so ein Market meistens. Na, nee, okay, hier gibt's sie nicht. Ja gut, an Samen kommen wir schon irgendwie. Das ist... Wenn wir sie brauchen, finden wir sie. Genau. Also ich guck mal, dass wir ein bisschen Rubberwood hier abbauen. So. Das ist ja schon mal schön, dass wir da was gefunden haben. Star of Bethlehem. Was? Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine Pflanze. Davon habe ich schon was gehört. Okay. Gibt weißen Farbstoff. Brauchen wir das? Nee, ne? Weg damit. Ich meine, es ist zwar eine schöne Farbe, aber nö, aktuell brauchen wir es nicht. So. Bum. Gucken wir noch ein paar Samen hier von unserem Rubberbaum haben. Sieht gut aus. So, Prärie. Du darfst auch nicht das Sticky Resin. Was können diese Pigments eigentlich? Die was? Diese Pigments von Mystical. Achso, die kleinen Pigments. Ja, ich denke mal, die sind einfach nur cute. Können die nicht was? Also die echten Pigments können ja wirklich was. Die kannst du delegieren, bauen lassen, etc. Ich denke mal nicht. Aber es gibt eine Sache, die wir mit den Pigments theoretisch machen könnten. Und die wäre? Jetzt sag nicht Tür. Entfühlen. Ah. Wir können uns so ein kleines Pigment-Gehege mit lauter bunten Pigments brauchen wir in Silberholz? Den Apple Park stellen. Silberwood. Warte. Silverwood. Hast du abgebaut? Mhm. Oh. Ich habe Quicksilver. Ah, nee, aber wir sind hier haben hier die Mod-Version mit dem Ja, nee, ist okay. Nimm mit. Es ist so in einer Tomcraft-Version. Spawnt in so einem Silverwood-Baum. Eine Aura-Note und die geht kaputt, wenn du den abbaust. Okay. Aber okay. Wir haben ja nicht mehr die. Also wir haben jetzt die Version ohne Aura-Notes, deshalb ist es egal. Gut, verstanden. Dann geht's weiter. Lass uns mal in die Richtung da vorne fahren. Die ist noch nicht so ganz erkundet oder ein bisschen schräg links. Wir gehen mal so ums Dorf ein bisschen rum. Ja. Und unsere Base ist in die Richtung. Ne, warte, lass uns mal. Gib mir das Boot. Jetzt steuere ich wieder. Okay, hier ist das Boot. Danke. Mal was. Ah, da. Perfekt. Einsteigen bitte. Bin drin. Ja, also unsere Basis ist in die Richtung. Unser Dorf ist da in die Richtung. Wir können ja mal gucken, dass wir nachher bei unserem Dorf wieder rauskommen oder Richtung Weltenspawn fahren. Der müsste ja in die Richtung gehen. Maybe finden wir was. Die Pigments sind ja eigentlich viel kleiner als hier, ne? Nee, das passt von der Größe ungefähr. Ja, echt? Das sind so kleine Viecher. Ah, ja, okay. Die kannst du mit dem Fuß treten. Aber das ist, ja. Aber man könnte ja vielleicht irgendwie so ein unter dem Apple Park so eine große Halle bauen, so einen Berg aushöhlen quasi. Ich finde die schöner, wenn die im so Apple Park also leben lassen. Ja, in der Mitte doch. Wir haben noch eine große Parkanlage, die eingezäunt ist. Die leben einfach. Da ein bisschen in Leben reinbringen. Ja, finde ich cool. Ja. Das sind unsere kleinen Mitarbeiter. Darf man den Park besuchen? Nein. Nein. Warum? Das ist geheim. Ihr habt da doch nicht etwa irgendwelche entführten Tiere und eine Nuklearwaffenabschussanlage? Nein. Kommen Sie mal ganz kurz mit, wir möchten Ihnen mal ganz kurz etwas zeigen. Da ist was. Und der ist ein Dorf. Nee, aber da ist ein Spawner. Was? Dieses Haus da rechts. Ah. Dieses Haus da rechts.
Ich hätte jetzt gedacht, ich dachte, ich habe jetzt so den Eingang, also eine richtig krasse Mine gefunden. Und ja, ein Dorf ist auch nice. Ja, hatten wir schon. Ah, hier ist ein Waypoint. Ja. Ich mache an. Ja. Aktivierst du den? Okay, dann gehe ich zum Spawnerino. Nein, du wolltest. Vorher loote ich aber noch diese Kiste hier. Viel Erfolg. Wow, Tree Tips. Aha. Wow. Okay, das ist nichts wert. Nein. Okay, Spawner. Was haben wir für einen Spawner hier? Zombie. Ja, und hier ist nichts drin. Oder? Echt? Was ist ein Black Lotus? Ein Black. Ja, okay, der ist jetzt nicht so. Die Enderperle würde ich mitnehmen. Langweilig. Dark Steel Ingot ist nicht, langweilig. Nicht schlecht. Langweilig. Bin nicht interessiert. Ja, aber die Spawner müssen wir mitnehmen. Ja, ja. Hallo, also liebe Menschen. Später, es geht bei den Spawnern tatsächlich nur um den Spawner an sich. Weil wir können die Spawner später noch ändern. Von ah, den, oh. Also du hast das Boot abgebaut. Nee. Dann baue ich das mal eben schnell ab. Dann brauchen wir gleich nochmal. Weiter geht's. Also wir können dann zum Beispiel auch ein Schaf, die Seele von einem Schaf einfangen. Ah. Und das in den Spawner und dann spawnt der Schafe oder so. I see. Okay. Aber das gute Zeug hast du hier wieder liegen lassen, ne? Ja, Alloy, Copper. Pulsating. Liebe Zuschauer, schreibt mal in die Kommentare, ob das was für euch ist. So super lange Folgen im LP-Style, wie wir sie jetzt gerade haben heute. Oder ob ihr lieber diese Cut-Folgen haben möchtet. Aber ich versuche für jeden von euch was zu machen, also hoffentlich. Ich glaube, RGB, du machst auch mal so etwas längere LP-Folgen, ne? Definiere etwas länger, so eine halbe Stunde oder sowas. Okay, ja, wir sind gerade auch bei einer halben Stunde, aber ich habe vor, die Folge heute mal wirklich spezial lang zu machen. Mhm. Und wirklich die Expedition fortzusetzen. Ich guck mal auch, was ich noch finde, okay? Ja. Jetzt können wir beide hier getrennt. Ich habe hier irgendein Alchemie-Kit gefunden, das Holz in Cobblestone umwandeln kann. Ich glaube, das ist nicht so der Wahnsinn. Wollen wir da einfach weiterfahren? Ja, warte. Ich schaue nochmal, was wir hier alles haben. Nee. Auf der Karte sehe ich noch was, aber das sieht mir wieder aus nach so einem. Oh, Moment. Ich habe einen Dungeon gefunden. Ist das jetzt wieder das so ein kleiner? Schmiede. Können die auch mal größer sein, diese Dungeons? Ich weiß nicht, welche Mods hier drauf sind. Ich gehe davon aus, dass die größer sein können. Jetzt in erster Linie. Was ist denn das hier? Sieht ja interessant aus, so eine Pergola. RGB? Oh nee, schade. Joe, ja? Möchtest du mal was ausprobieren? Gerne. Schade, der Dungeon ist wieder sehr klein gewesen. Oh, aber hier gibt es ein paar Sachen. Oh, wow, 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 wow. Okay. Ja, bist du hinten. There's stuff. Oh ja. Ja, hier gibt es schöne Sachen, RGB. Ja, dann nimm mit. Ja, ich habe keinen Platz mehr. Inventar. Oh, wollen wir uns mal kurz nach Hause teleportieren und die Sachen eben dann nochmal neu holen? Ja. Können wir uns irgendwie Bags machen? Ja, komm, lass mal eben nach Hause teleportieren. Ja. Wir haben noch hier den Wailstone. Guck, wie der heißt. Ja. Wir holen die Sachen gleich nochmal ab. Im Dungeon gibt es ein paar feine Items. Bist du schon zurück? Nee, ich bin gerade auf dem Weg zum Dorf. Ah ja, du bist ganz schön weit weg, ja. Oh, guck mal, aber das ist eine kleine Insel hier mit allem Pipapo drauf. Eine kleine Abenteuerinsel. Ne? Wir müssen uns definitiv auch ein paar Villager halten, ne? Ja, ja, das ist, wir haben genug. Wir Könntest du vielleicht das hier essen? Nein. ich weiß nicht, was es macht. Ich weiß nicht, ob es das tut, was dran steht. Und? Oh mein Gott, ich bin stark. Ist das dein Ernst? Ja, ich hab volle Leistung. Ich bin Strength 3, Jump Boost, Speed, Toughness. Aber ich habe das Gefühl, RGB. Ich habe das leichte Gefühl. Ja. Dass es ein Tribut geben wird dafür. Du meinst, dass du jeden Moment sterben wirst? Ich glaube, also der Effekt dauert noch 2 Minuten und 20 Sekunden. Aber so stark. Du hast gesehen, wie stark ich bin. Das ist ein bisschen overpowered quasi. Ist mega overpowered, schade. Aber wir müssen ja wissen, was passiert. Und ich habe jetzt 3 Tode, da gibt nichts übrigens. Kein Problem. Ja, warte. Hey, freu dich nicht zu früh, RGW. Was?
Ja, auch mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das. Dass... Ja, und dann. Also, es hieß Death Fruit, ne? Wo hast du dich ja. Da ist so eine Pergola und da ist die gewachsen. An der Wand. Einfach so. Ja, warum heißt die denn Death Fruit, wenn die alle Stats verbessert? Und vor allen Dingen auf diesem Niveau. Strength 3. Überleg mal. Es ist ein bisschen zu stark. Also, die Frage ist halt, was passiert, wenn der Effekt ausläuft, ne? Ja, das ist eine gute Frage, RGB. Deshalb habe ich sie ja auch mutig gegessen. Ja. Ich meine, wenn du jetzt stirbst, ist immerhin fair, weil du mich auch. Ja, ja, das ist alles gut. Deshalb habe ich dich ja gekillt, weil ich vermute, dass ich sterbe. Alles andere wäre. Ich habe dich auch aus Vermutung gekillt. Ist doch okay, oder? Ja, natürlich. Aus hypothetischer Annahme. Ich wollte dich gar nicht killen. Ich wollte gucken, wie stark die ist. Aber das war dann doch One-Hit. Okay, warte, bleib mal stehen. Wie viele Herzen habe ich da abgezogen? Jo. Mit der Faust. 2. Lol. Das ist schon. Und ich. Ja, 56 Sekunden läuft es noch. Ich bin gespannt. Können wir uns Bags machen? Ich denke. Warte mal. Death Fruit. Oder ist es ein Glücksspiel? Es könnte auch sein, dass. So ein Lucky Block-mäßiges Ding. Es gibt ja, das wie bist du, so quasi nach dem Motto, entweder du stirbst oder du kriegst halt voll den Dings. Und da hast du es halt. Das könnte sein. Ja, dass du und quasi. Das ist einfach Glück. Und ja, dann hast du Glück. Liebe Zuschauer, könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr ein bisschen Ahnung davon habt? Spiel perfekt, danke. Ist jetzt ein mobile Ender Chest. Okay, haben wir doch noch normale Sacks? Ja, ich schau gerade mal. Das wäre echt mal interessant. Quantum Bag ist vielleicht. Noch nicht ganz unser Niveau, ne? This can't be good for you, ist die Information, ne? Hast du gesehen? Ja, steht, also Death Fruit, this can't be good for you. Oh. Stand dort. Aber ist der Effekt jetzt ausgelaufen? Also Speed ist ausgelaufen, also der Stärkeffekt ist ausgelaufen, aber Jump Boost habe ich noch. Also 30 Sekunden. Und Night Vision hätte ich noch 1 Minute und 30 Sekunden. Die Effekte sind aber unregelmäßig verteilt. Na, wir beobachten mal. Also entweder ich sterbe gleich oder es ist wahrscheinlich ein Lucky Block. Können wir mal russisch Roulette bald mal spielen. Wir beide nehmen uns einen und wir beide essen die und wir gucken, was passiert. Oh nein. In dem Fall tut es mir natürlich wirklich leid für den Tod gerade. Also... Ja, gut. Ich meine, es war ja auch jetzt nicht unbedingt nett von mir. Nee, das war nicht nett von mir. Dass ich dir das zum Sterben gegeben habe. Wir sind uns einig. Guck mal, ich habe gerade 10 von den Dingern bekommen. Und das hier habe ich bekommen. Also ich habe ein Looting-Schwert. Ne? Okay, also ich brauche für die Bags, Wolle. Ganz viel Wolle. Wollen wir uns mal im Shears machen? Dann kann ich mal kurz Wolle... Weil wir haben Shears im System. Ah... Ich mach mir mal Looting auf mein Schwert. Du hast das ja schon. Nee, nicht töten, schieren. Scheren. Die Schafe. Naja, aber trotzdem. Nee. Ich mein Looting so für Mobs. Ach so. Weil man kann sich ja auch aus Strings Wolle machen. Sag mal, warum treten so viele Mobs hier auf? Hat das was mit der Death Root vielleicht zu tun? Nee, das ist normal. Hab ich Warp? Ja, Warp hast du sowieso. Wann passieren eigentlich so verrückte Sachen mit Warp? Sobald er relativ hoch ist. Warte mal, ich schau mal ganz kurz, ob wir uns dieses Ding machen können, dass es anzeigt. Aber ich glaube, dafür müssen wir tief in die Taumaturgie rein. Oi. Hier, der Sanity-Checker ist das, glaube ich. Ja, nee, dann können wir noch lange nicht. Überall, wo ich jetzt herlaufe, Leute, wo dieser wunderschöne Wald ist, wird bald ein wunderschönes Gebäude stehen. Die einzige Möglichkeit wäre, aber das ist wieder so eine Frage. Ich habe jetzt Blindness. Oh. Ich habe einen Effekt, der hat das Symbol von dieser Death Fruit und der heißt Crash und der zählt gerade runter. 2 Minuten 35 Sekunden. Und du hast jetzt Blindness, oder? Nee, Blindness ist wieder weggegangen. Aber das war gerade ein Status-Effekt. Ich habe jetzt einen Effekt, der nennt sich Crash. Ah, Crash. Das und jetzt ist wieder Blindness. Jetzt ist wieder dunkel. Jetzt sehe ich nichts mehr. Okay. Ich glaube nicht, dass das ein Taumcraft. Ich glaube nicht, dass das mit Warp zu tun hat, weil das der Crash. Nee, das hat nichts mit Warp zu tun.
Das, aber weißt du, wie das klingt? Hm? Als hättest du dir Crack reingezogen. Ja, fuck. Du hattest jetzt gerade dein Trip und jetzt bist du dann tot. Ja, Leute, das ist es. Ja, ich sollte mich mal kurz in Sicherheit bringen. Auch die Items, die ich dabei habe. Ich ahne Übles. Wobei, nee, wenn ich sterbe, sind die Items ja nicht weg, oder? Jetzt habe ich Hunger. Oh, oh. Okay, du bezahlst jetzt quasi wahrscheinlich die Negativeffekte. Dem ich wollte sagen, die Effekte, die du bekommen hast, sind so OP gewesen. Das muss irgendwann... Ja, toll, jetzt habe ich mal... Ich kann meine XP nicht storen, ne? Noch nicht, ne? Schade, ich habe 65 Level. Okay, ich bin wieder dunkel. Ja. Oh, oh, oh. Als du mich umgebracht hast, hatte ich auch 40 Level, also. Ja, okay, okay. Alles gut. Dann tut's uns beiden ja weh. Vielleicht kriegst du ja nochmal hin. Nein, ich habe keinen Bogen mehr. Okay, ein Blindness, 1 Minute 12. Versuch nochmal eben kurz diese Bags zu machen. Hast du die Wolle zurück reingelegt? Ja, Wolle habe ich reingelegt, aber ich viel hatte ich nicht gefunden. Okay. Oh, oh. Ich will wissen, was passiert, wenn dieser Timer abgelaufen ist. Der Effekt heißt Crash. Stell mal vor, durch das Essen dieser Frucht habe ich jetzt etwas, was jetzt so immer passiert. So alle 10 Minuten sterbe ich. Stell mal vor, du löst das damit auf und kannst das nicht mehr enden. Gibt es eigentlich sowas wie Mods, dass man was machen kann, was wirklich, wirklich schlecht ist und was man nicht mehr rückgängig machen kann? Ja, Warp. Wie? Ja, Warp halt. Wie? Also es gibt temporären Warp. Ja. Und es gibt permanenten Warp. Und permanenten Warp kannst du auf keine Art und Weise mehr rückgängig machen. Es gibt Mods, die das machen können. Ich weiß nicht, ob die drauf sind, aber auf natürlichem Wege kannst du es nicht mehr. Oh je. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Oh no, es geht weiter. Eieiei. Okay, jetzt habe ich Slowness, hast du noch eine Weakness Folge? Und jetzt steht Withdraw dran und zählt runter. Hä? Macht das viel Schaden? Ja. Nee. Doch. Echt? Oh. Ja, jetzt habe ich Wither-Effekt. Ja, 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 ich habe Wither-Effekt. Ah, gut, der. Nee, Wither. Wither ist tot. Wither ist tot. Wither ist tot. Aber ist wieder weg. Es treten immer wieder schlechte Effekte kurzzeitig auf, aber so ganz kurzzeitig. Aber das, oh, jetzt ist oi. Ist das wirklich nicht Warp? Nee. Nee, ne? Also ich es kann natürlich sein, dass du jetzt im allerdümmsten Fall so Kombinationen hast, aber das ist jetzt genau dazu unwahrscheinlich. Außerdem, ich glaube, so viel Warp konntest du dir noch gar nicht holen. Aber man müsste es ja eigentlich überleben können, wenn man eine Deathfruit isst, oder? Genauso wie man es überleben kann, wenn man in Death Note reingeschrieben wird. Die Möglichkeit besteht. Ja, es muss nur die Seite verbrannt werden, möglichst schnell. Oder dein Name stand schon mal drin. Oder er ist falsch geschrieben. Ja. Oder er wird durchgestrichen. Ich glaube, das gilt auch, oder? Ja, und dann kannst du ihn auch nie wieder nehmen. Ah. Eigentlich hätte Light Yagami das tun müssen. Er hätte seinen Namen reinschreiben müssen und das wäre eigentlich viel besser. Nee, wenn man seinen eigenen Namen, glaube ich, reinschreibt stirbt und durchstreicht, dann stirbt man selber. Ja, aber Moment, Light hätte ja den Namen von wie heißt denn der Schicksal da nochmal? 14? 13? Oh Gott, no. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn der Effekt jetzt abläuft, ne? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Effekt ist abgelaufen und ich glaube, ich bin geheilt. Möchtest du was richtig Cooles, Joe? Ich bin geheilt, ja. Möchtest du einen Quantensack? Ja. Und was macht der Quantensack? Oh, der ist groß. Ja, du hast jetzt einen Quantenspeicher im Inventar. Ich bin jetzt geheilt, aber ich hatte gerade die gesamte Zeit über, die ganze Zeit alle schlechten Effekte, die es gibt. Nausea, immer mal wieder, Blindness, also sagen wir so, spielen hätte gerade nicht Spaß gemacht, RGB. Das hätte mich gerade ziemlich gefühlt. Ich sag mal so, ich glaube, diese Frucht ist praktisch, wenn du kurz bei irgendeinem Endboss oder so dringend das brauchst,
Oder wenn du irgendwie so ein Mod-Varo oder so hast. Ja, weißt, aber so das Ding ist, RGB, wir wissen jetzt, was die Frucht macht. Also das heißt, ich finde, wir können die schon anbauen. Für den, wirklich für den Endboss oder so, ist das schon okay. Ja, ich glaube, man kann die nicht anbauen. Ah, okay, dann lass uns weiter erkunden gehen. Haben wir Boot? Können wir mal ganz kurz gucken. Also wir könnten höchstens schauen, ob wir die Death Wines abbauen können. Da könnten vielleicht Death Fruits dran wachsen. Das könnte man probieren. Gut. So, ich würde noch sagen, der Dungeon steht noch aus. Wir haben, warte, Millennium. Haben wir noch Millennium? Nein. Manulin meinst du? Ja, eins ist noch da. Okay, her damit. Wo ist das? Gönn. Ist im ME-System. Ah. Hä? Okay, ach da. Was? Nein. Manulin. Bin ich zu doof, das mal zu finden? M-A-N-Y. Ach, da, so herumgeschrieben. Okay, ich bin zu doof. Ja, das ist ein ganz komisches Material. Wir müssen uns irgendwie auch nochmal Gedanken machen über das Item reparieren. Ach so, ich hatte da eine Idee, was wir machen können. Das werde ich im nächsten Livestream machen. Die Spikes, die werde ich machen. Es gibt, Leute, schau mal, Diamant Spikes. Und wir werden altmodischen Grinder bauen. Diese Diamanten Spikes, die sind halt ultra, es braucht ultra lang, die zu craften. Aber welche, die von Extra Utilities oder die von Cyclic? Cyclic. Und die geben Experience. Ah, und die bestehen aus den anderen. Okay, genau. Okay, ja. Experience und Player Drops. Also das Ding ist, wir können Monster dann dort, wir können eine Mob-Farm bauen. Vielleicht können wir unsere Spawner irgendwie aktivieren, RGB. Und dann machen wir Schlacht, die unterhauen uns eine kleine XP-Dusche. Soll ich dir sagen, was die von Cyclic noch können? Nee. Kannst du mit Redstone ansteuern. Geil. Ja, dann auf geht's. Ja. Auf zu unserem anderen Portal. Ah, du hast noch XP? 2 Level. Ich habe was ins Lager gelegt. Ja, ja. Den. Passt schon. Weil du kannst die quasi mit Redstone einfahren und dann quasi theoretisch eine Falle bauen. Hm. Und wenn da einer drüber läuft, dann fährst du die aus tot. Ja, krass. Aber ich finde es mit der XP-Dusche, glaube ich, wichtiger, dass wir irgendwie ganz schnell an die XPs kommen. Okay, lass uns mal zu diesem Dungeon hinten laufen. Da gab es zwar nicht viel zu sehen, aber viel zu holen, wenn ich das richtig gesehen habe. Es gibt tatsächlich eine XP-Dusche, ne? Ah, warte, genau, hier. Ah, guck mal, hier ist noch eine Deathfruit gewachsen. Willst du mitnehmen? Also ich ziehe mir die jetzt nicht rein, aber du kannst sie gerne mitnehmen. Dann nehme ich die mit. Ich schau mal, ob ich die mit einer Schere, ob ich die Vines abschnibbeln kann. Oh ja. Da sind noch ganz viele Deathfruits gewachsen. Echt? Ja, hier sind noch 2 gewachsen. Und ich glaube, hier war noch eine. Ich nehme mal die Vines mit. Okay. Dann können wir uns Deathfruits anbauen. Cool. Praktisch. Okay, auf geht's, weiter geht's. Hast du jetzt Deathfruits reingezogen? Nein. Doch, habe ich. Okay, der Quantum Back ist wirklich. Sind die ja, komm, so folgen, einfach folgen, einfach folgen. Okay. Ah, den Schlafsack habe ich vergessen. Hast du deinen dabei? Ich habe meinen dabei. Hier war der Dungeon. Und ich weiß nicht, was davon praktisch ist, was hier drin ist. Deshalb wollte ich dich geholt haben und dich mal gucken lassen. Boah, der Schlafsack in Kombination mit dem Sleeping Charm ist Wahnsinn, komplett, ne? OP, ne? Einfach Rechtsklick und Tag. Also wirklich so ein richtiger. So, hier ist ein Spawner, falls wir den brauchen. Immer. Spawner, eine Reihe immer. Von ganz praktischen Items. RGB, hier für dich. Oh. Ah ja. Ich nehme einfach mal alles mit. Ja. Ah ja, diese Capacitors, hier zum Beispiel ein Capacitor of the Southern Winds, die immer mitnehmen. Okay. Was sind das hier eigentlich für verrückte Items? Also erklär mal kurz die Items, die hier in der Kiste sind. Hier unten. Okay, ups. Okay, also wir haben hier Eisen und Kupfer und Knochen und Gunpowder und Rotten Flesh. Aha. Dann haben wir diese Spinnendinger. Wenn du die nimmst, dann kannst du da Spinnenzeug rausholen oder andere Sachen machen von Reliquary. Okay. Dann Refined Iron, das ist einfach nur Eisen, das nochmal durchgeschmolzen ist. Dann Machine Upgrades, die du nur finden kannst. Also du kannst solche craften, aber die, die du finden kannst, können theoretisch stärker sein als die, die du craften kannst. Krass. Und dann kann zum Beispiel der Techno Magical Marvel kann dann zum Beispiel die Geschwindigkeit von irgendeiner Maschine erhöhen. Okay. Dann von Forestry eine Biene, das ist Schmutz. Dann, also das ist ein Nuke Virus used in a system. Primaticraft habe ich noch nie gemacht, aber damit scheint es irgendwas Schlimmes machen zu können.
Mana Steel ist einfach nur von Botania das einfachste Material. Irgendeine Gem und ein Conduit Probe. Das ist quasi so ein Voltmeter für die End-IO-Geschichten. Dieses Nuke-Virus, ist das also etwas für, wenn man Multiplayer hat und ich bin mies, dann schiebe ich dem einen das ins Lager und dann hat er ein Problem? Ja, denke ich mal. Denke ich mal. Oh, fies. Okay. Zombie-Brain nehme ich nicht mit. Das finde ich widerlich. Was? So. Zombie-Brain. Warte. Wo hast du es denn? Habe ich einfach weggeworfen. Nein, um Gottes Willen. RGB. Nimm mit. Ja, hier. Nimm mit. Nee, nimm du mit. Nee. Du brauchst das. Nee. Du brauchst das. Wofür? Du brauchst das, sobald gewisse Effekte eintreten. Hä? Es gibt nämlich von, wenn du genug Warp hast, dann bekommst du einen Effekt irgendwann, der heißt Unnatural Hunger. Und den kannst du nur mit Zombie-Gehirnen stillen. Gott, no. Gibt es eigentlich noch, also zum Beispiel gibt es die Mod Betweenlands. Ich frage mich zum Beispiel, was passiert, wenn man zum Vampir wird? Kann man das auch wieder rückgängig machen? Das weiß ich nicht. Damit kenne ich Betweenlands halt noch nie. Weil, wenn wir uns self-locken, müssen wir, glaube ich, sonst ein Server-Update, Server-Backup laden. Das geht aber, ne? Das Server macht ja nicht. Ja, ich mache immer wieder mal Backups. Okay. Das Projekt soll dadurch nicht beendet sein. Das wäre echt schade. Ja. Ich meine, das es nächste Mal ein Hardcore-Projekt machen mal. Ja. Ah ja, genau, was ich vorhin noch sagen wollte, also wegen dem Warp, ne? Ja. Es gibt halt immer so eine Sache, die wird auch öfter in die Kommentare geschrieben. Ich persönlich empfinde es vielleicht eher als Cheaten, aber es muss jeder selber wissen. Es gibt einen Command, mit dem man sein Warp-Level sehen kann. Nee, nicht gucken. Dann lieber einen Meter erzeugen. Also solange wir nicht wissen, ja, welchen Warp-Level wir haben, haben wir das noch nicht. Das ist ja, wir betreiben ja hier Forschung, also... Ne? Ja, genau. Also es gibt ja auch ein Item, das man craften kann, das genau, das anzeigt. Ich sag's ja nur, also es gibt theoretisch einen Command. Ich persönlich empfinde halt alle Arten von Commands irgendwie als Cheaten. Ja, es gibt auch einen Command, der heißt GIF. Also der einzige Command, den man vielleicht drüber nachdenken könnte, wäre /setWorldSpawn und das war's. Ja, genau. So, da sind die Länder rein, mal erkunden hier. Hier ist immer nicht mal das haben wir gemacht, glaube ich, ne? Ja. Du sagtest, dass wir den Apple Park eventuell aus irgendeinem Laborblock bauen. Wie können wir denn... Laboratory Blocks, ja. Okay. Ja, wir müssen die auf brauchen... gucken. Ich muss noch gucken. Was ist das hier denn für ein Wald? Die Laboratory Blocks brauchen Quarz, Netherquarz und Stein. Bambus. Ich habe Bambus gefunden. Oh. In der Version hier schon. Ich glaube, den gibt es gar nicht in 1.12 Standard. Nee, das ist von Biomes of Plenty. Ah. Okay, aber wir können ja wahrscheinlich anpflanzen, deshalb nehme ich jetzt nicht zu viel mit. Oh, da kommen hier so wieder so Create-Erinnerungen hoch, so Pandasuche, ne? Mit dem Boot durch den Urwald. Das ja, liebe war, Leute. Und dafür sind wir dann auch noch geflamed worden. Ist so, ne? Ja. Spät in die Nacht. Es war der geilste Moment von Create 2 wirklich, als der Panda da runterfällt. Ich weiß nicht, wie oft ich mit dem im Nachhinein noch angeguckt habe. Ich habe mir den Clip auch so oft angeschaut. Ja. Ich glaube, ich habe mir den Clip am zweithäufigsten angeschaut. Am häufigsten, glaube ich, habe ich mir den angeschaut, als Spark meinen Keller weggebuddelt. Stimmt. Das war auch, gut. Ja, stimmt. Das war auch eines der Momente schlechthin aus Create. So hattest du deinen Keller? Oh... Bin mal gespannt, was dieses Jahr alles bei Create passiert. Das wird sicher lustig. Definitiv. So, ich gehe mal ein bisschen auf die Tube. Ich sprint mal ein bisschen hier durch die Wälder, weil ich wirklich gerne... Ich merke schon. Ne? Also, sobald du irgendwas Verdächtiges siehst, rufst du und dann... Ich habe hier was Schönes gefunden, aber es lohnt sich nicht, dich dafür herzuholen. Oh. Kaffeebohnen. Nee, Treibsand. Aber dich jetzt hierher zu holen, um dich in Treibsand zu locken... Also ich weiß, dass man Öl nicht reingeht. Und ich habe, glaube ich, noch... Ich glaube, ich werde genug Gelegenheiten finden, noch zu beweisen, wie schnell Joe sterben kann. Aber ja, so schlecht schlage ich mich heute nicht. Oh. Zebraholz gefunden. Zebraholz. Zeder. Zeder? Nee, das heißt, glaube ich, wirklich Zebra. Zebra. Ich habe gerade auch irgendein verrücktes Holz gefunden. Warte. Ich habe mal ein Sapling mitgenommen. Saplings ist immer gut mitzunehmen von irgendwelchen Hölzern. Ja. Weil selbst wenn man es nicht braucht, ne, irgendwann vielleicht und dann... Willst du es? Genau. Das Holz sieht faszinierend aus. Ein paar Melonen. Die Textur gefällt mir. Es zieht mich magisch an. Paduak. Paduak.
Padauk. Padauk. Gesundheit. I don't know. Habe ich auch noch nie gehört. Ich habe Ananas gefunden. Sag mal, wachsen Ananas wirklich auf dem Boden? Zuschauer, wisst ihr das, ob Ananas auf dem Boden wächst? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Aber das ist eigentlich immer sehr interessant, ne? Also wenn man so eigentlich komplett obvious Sachen erfährt. Zum Beispiel habe ich letztens in irgendeinem Video gesehen, so, dass Erdnüsse in der Erde wachsen. Und mir ist es nie so wirklich klar gewesen. Oh, bitte. Nee. Aber RGB, bei Erdnüsse ist dir nicht klar gewesen, dass die in der Erde wachsen. Also, es ist schon logisch, aber irgendwie, dass die wirklich wie so Kartoffeln in der Erde stecken, so, das fand ich irgendwie seltsam. Ja, die heißen auch Himmelsnüsse, ne? Erdnüsse. Nein, aber ich dachte mir, dass das halt irgendwie anders wächst, aber nicht wie so eine Kartoffel wirklich so richtig in der Erde. Ja, Kartoffel, okay, ja, bei Kartoffeln, okay, das ist, aber Erdnüsse. Ich glaube, bei Erdnüsse ist es ja klar, dass die aus der Erde kommen. Ja, schon, aber ich dachte halt nicht, dass die Erdnuss die eigentliche Wurzel ist, sondern dass das halt irgendwie anders funktioniert. Kartoffel ist ja, glaube ich, giftig, also der Stängel. Wenn du eine Kartoffel isst, dann bestimmt. Ja, ich glaube, also wenn die auch schon ausgewachsen ist oder so, dann ist das nicht so Optimum. Hier schon wieder ganz viel Weight. Wo bist du eigentlich? Wo? Ja, ich bin hier irgendwo. Wollte ich dir hinterherlaufen und dann warst du weg. Ich schicke mal kurz einen gleichen Standort. Geh mal in Richtung Osten. Warte mal, ich seh dich, glaube ich, auf der Karte. Ja, ich sehe dich auf der Karte. Und ich bin... Wo bin ich auf der Karte? Ach, wir können es gegenseitig... Ach, über J können wir uns sehen, ne? Ach, da bist du. Mhm. Okay. Ja, muss man ein bisschen laufen. Hier ist noch so ein sehr großes Feld an Wasted Lands, wenn ich das richtig sehe. Und ich würde sagen, ich laufe in die falsche Richtung, RGB. Ich werde jetzt mal einen kleinen Schlenker hier machen, den Rest des Dschungels aufdecken. Da gehen wir mal Richtung Spawn. Also würde ich plädieren, halt dich mal Richtung Westen ein bisschen. Wir versuchen mal da zusammenzukommen. Ich weiß nicht, ob du mich auf der Karte siehst und meine Laufrichtung Richtung siehst. Richtung Westen. Wenn du meine Laufrichtung auf der Karte kurz beobachtest, in die Richtung laufe ich jetzt so Richtung Weltspawn. Ich will versuchen, die Karte aufzudecken. Du siehst ja, dass wir teilen uns ja eine Karte. Und ich will Und das so ein bisschen Richtung Spawn das Ganze aufdecken. Ja. Eine Überlegung war, wir haben ja irgendwo das Projekt begonnen. Es wäre geil, wenn wir diese Stelle wiederfinden und nochmal ein bisschen gucken können, was sich so getan hat. Also jetzt mit dem Wissen, das wir haben, vielleicht finden wir jetzt ein anderes, was wir brauchen können. So, ich habe auch schon was gefunden. Einmal bitte nicht hingucken. Ich muss mal kurz ein bisschen an meinem Achso, ich soll Protein. Nicht auf die Karte gucken. Nein, alles gut, das meine ich nicht. Ich meine die Zuschauer. Ich muss mal ein bisschen an meinem Proteingehalt arbeiten. So. Ich habe eine schöne Pflanze gefunden, die schöne Beeren macht. Welche schönen Beeren? Die kann man essen. Echt? Das hatten wir schon mal, das Thema RGB. Ja, man bekommt dann für 10 Sekunden Wither-Effekt. Oh Gott. Ja, ich hab so einen Strauch gesehen, dachte mir, hey, da sind Beeren dran. Einfach mal essen. Wie, du steckst dir sowas einfach in den Mund? Ja, ich hab's einfach reingeknallt und dann Wither. Und da dachte ich mir, RGB, aber im echten Leben machst du sowas nicht, oder? So ein Pilz, so, schön, roter Pilz mit weißen Punkten, ist bestimmt lecker, sieht aus wie Smarty. Im echten Leben bin ich eher so, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, also. Ja. Da. Ich schleife mal durch die Wälder und finde gerade nichts. Oh, das könnte spannend werden, wenn man hier lang genug ist. Warum? Ein Lavasee mitten im Dschungel, das könnte ein ziemlicher Waldbrand werden. Ach, Minecraft halt. Ja. Ich nehme mal so ein paar Dschungelbäume mit. Ja. I'm on the street again. Du musst mal wieder schlafen, weil du den Schlafsack hast und ich. Ja. Keine Möglichkeiten haben. Erledigt. Ah, ist sehr schön. Ein Klick. Das ist ja wirklich komplett OP. Aber cool. Ja. So, jetzt wieder so ein Zedernwald. Also wir werden danach zumindest genug Holz haben. Achso, ich sammle das Holz gar nicht großartig ein. Ich sammle nur Saplings ein. Oh, ich sammle auch Holz ein. Oh, ich habe eben Holz gefunden. Ui. Dann können wir die Stadt der Elfen bauen. Wird die nicht aus Ebenholz gebaut? Doch, schwarz Ebenholz. Eben. Soll ein schlechter Wortwitz sein. Okay, das habe ich überhaupt nicht gecheckt.
Ja, es gibt ja Eden, den Garten Eden und ach, okay. Ach, Eden und oh Gott. Ja, so, das war Wow, okay, wirklich schlecht. der war zu viel. Das war eine Stufe. Diese Insel Königs, ne? Ach Mensch, ich würde ja am liebsten einen Welche Insel? Kamera-Account nehmen und mal einfach mal unter Tage gucken, was man denn so hier noch, also ob es hier Ja, das ist Dungeons ja gibt. wack. Ja, das ist wack. Alles gut. So was machen wir nicht. Obwohl es mich schon interessiert, ob in der Welt Dungeons und so generieren, die man sich da angucken kann. Oder ob größere Strukturen sich generieren, die dann wirklich einer Inspektion und Expedition eines wert sind. Ich denke, wenn, dann hätten wir es schon gefunden. Aber es könnte natürlich sein, man kann ja quasi bei den meisten Mods konfigurieren, wo die spawnen, in welcher Dimension, dass sie nur auf anderen Planeten oder so sind. Zum Beispiel bei Galacticraft, das haben wir jetzt hier nicht drauf, aber Galacticraft ist zum Beispiel eine Mod. Da kann man auch Raketen bauen. Und da ist es so, dass man zum Beispiel auch dann so Mars-Dungeon und sowas finden kann, wo dann so Marsmenschen sind. Oha. Der Witz ist, das ist ja gerade mal die Erde, Leute. Es gibt ja noch andere Planeten mit anderen Dingen, die man da wahrscheinlich Genau. auch finden kann. Noch 20, 30 weitere Dimensionen oder so. Und verschiedene Sonnensysteme und Da bin ich ja sehr gespannt. Also wenn wir da mal irgendwann durch das Weltall flitzen und uns dort Oh ja. mal Planeten angucken. Kann man auch Sternzerstörer bauen? Also kann man einen Planet zerstören und sowas? Gibt das was? Nee, glaub nicht. Nee. Also du kannst einen Sternzerstörer bauen, aber der kann ja dann auch nur fliegen. Finde es cool, dass es auch verschiedene Dimensionen gibt. Also dass wir nicht nur die Hölle haben, sondern auch Ja, und wir haben halt andere. noch RF-Tools. Oder warte, ich muss mal schauen. Dimension. Haben wir hier den Ding drauf? Seit langem mal wieder eine Folge Uncut, die so lang ist, Leute. Krass. Ja, den Dimension. Okay, also wir haben auch RF-Tools drauf. Das ist, da gibt es einen Block, der heißt Dimension Builder. Deshalb, aber der braucht Unmengen an Strom. Und damit kannst du dir eine eigene Dimension erschaffen. Und Und die zwar, kannst du festlegen, wie du selbst sie haben möchtest oder was mal. genau, also standardmäßig ist erstmal random. Aber du kannst sogenannte Dimension Dimlets finden. Und die kannst du dann analysieren. Und die haben dann verschiedene Effekte oder verschiedene Sachen. Zum Beispiel kannst du einen finden, der heißt Diamond Blocks. Und dann kannst du an so einer Workbench die Dinger konfigurieren. Da kannst du dir deine eigene Dimension erstellen, in der zum Beispiel Erde durch Dia-Blocks ausgetauscht ist und sowas. Oha. Ich habe hier gerade ein sehr, sehr beeindruckendes Gebirge gefunden. Ja, aber das braucht halt Unmengen an Strom. Also je wertvoller das Material ist, das du quasi in der Dimension erzeugst, desto mehr Strom braucht das. Also so eine Billow-Dimension wie eine Mining-Dimension kann man locker machen. Aber so eine, ja. Aber das heißt, damit könnte man theoretisch jedes Item ja quasi auch automatisieren, dass man es unendlich hat. Ja, das geht nicht für jedes Item. Ah, okay. Also es ist eher so für alle Mineralien und Kristalle und so ein Zeug. Aber du kannst auch, es gibt da so viele Möglichkeiten. Da können auch ganz weirde Planeten oder ganz weirde Dimensionen rauskommen. So eine umgedrehte Welt oder umgedrehter Nether und Nether aus Stone und Umgedrehter Nether? es ist. Gibt es da die ganze Zeit nicht einfach nur einen großen Lavaregen und Ende im Gelände? Ja, zum Beispiel, oder wo quasi, wo oben Nether ist und unten ist dann Gras und so, also quasi eine umgedrehte Welt und ja, ganz weirde Dimensionen. Oder es gibt Dimensionen, die einfach schwebende Blöcke aus Holz und Diamanten und so rumfliegen und so. Das ist. Können wir uns mal welche machen? Klingt gut. Ja, wieder ein paar schöne Sachen gefunden. Mal gucken. Ist Also dein Quantum das. Bag schon voll? Nö. Ich spare, Nein, also auch ich nehme nicht. nicht alles mit, was sie wirklich Was? bringt ist. Oh, eine Höhle. Auch wieder so eine? Nee, eine normale Höhle. Okay. Ist jetzt nicht so besonders. Also an Dungeons denke ich so irgendwie so, dass so große Tempel da sind mit Rätseln und Aufgaben und Challenging und so Zelda-Style in Minecraft, aber. Ja.
Irgendwie sucht man da vergebens. Dafür gibt es irgendwann im Jahr in diesem Jahr ja Adventurecraft, also das Projekt, wo wir dann zusammen eine richtige Adventure Map bauen. Also mit einem Pipapo. Es gibt auch eine richtig schöne Story. Ich habe irgendein Holz gefunden, was keine Blätter hat. Charred Log. Ist das wichtig? Einfach mit. Achso, habe ich auch gerade mitgenommen. Okay, ja, gut. Wenn du es mitgenommen hast, reicht. Ja, ein bisschen was habe ich mitgenommen. Aber ich denke mal, mit Adventurecraft werden wir auf jeden Fall die 1.17 abwarten, ne? Ja, gucken wir mal. Das ist ein bisschen aufwendiger, das Projekt. Das ist nicht mal eben so eine Sache. Das wird auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ja, genau. Es sind jetzt eh genug andere Projekte in Planung, ne? Nicht, dass der eine oder andere denkt, dass es bald losgeht. Nee. Das wird noch dauern. Ja, bis dann muss auch die Story fertig sein. Also es ist noch eine ganze Menge zu tun bei Adventurecraft. Aber ich habe angefangen mit der Story, die ersten Überlegungen sind da. Es wird ja, bevor wir das Projekt bauen, wird es eine fertige Story geben, damit wirklich das Projekt auch stimmig ist. Also anders als das erste Adventurecraft, wo jeder irgendwas baut und es wird zu einer Adventure zusammengesetzt, gibt es diesmal eine Story und es wird Richtung Zelda gehen vom Gameplay her. Aber das ist doch weit entfernt in der Zukunft. Vielleicht sogar auch erst nächstes Jahr. Man weiß ja nicht, was alles kommt. Ja. So, Lamas habe ich gefunden, Piggies habe ich gefunden, eine große Steppe habe ich gefunden, Lava und andere Dinge. Oh, hier ist wieder dieses Land, wo nichts ist. Und ein sehr, sehr großer Astrid-Altar. Gibt es bei diesen Altaren irgendwas zu finden, wenn die so groß sind? Nee. Man kann die halt, du könntest theoretisch den ganzen Altar halt abbauen, dann könnten wir den bei uns wieder aufbauen. Aber wir können auch alle Sachen, die dieser Altar da hat, selber craften, also. Okay, ja, irgendwo habe ich mal gehört, dass es darunter auch eine große Kiste gibt mit tollen Sachen. Also könntest versuchen, den abzubauen. Also vielleicht ist bei denen natürlich, also ich habe das ja, die Mod ja im Skyblock gespielt. Ich warte lieber ab, was die Zuschauer sagen. Ich hoffe, dass ich auch unter diesem Video ganz viele Tipps finden werde, Leute von euch, was wir verändern können oder wie wir besser spielen können. Das ist so eine kleine Erwartungshaltung, Leute. Also bin ich sehr gespannt. Ja. Und bitte Sachen, wo ihr euch auch sicher seid und nicht irgendwas schreiben und dann stimmt's gar nicht. Spekulativ. Guckt gerne durch die Kommentare und bestätigt Sachen. Also wenn ihr seht, dass was geschrieben wird, bestätigt das gerne und sagt, ja, stimmt wirklich oder nö. Ja, oder liked den Kommentar einfach, wenn er stimmt. Dann landen die automatisch weiter oben. Was ist das denn? Was ist Apartheid? Apartheid. Apartheid, ja, daraus kannst du einen Dünger machen. Ist ein Iglo. Nicht das... Was? Ich habe ein Iglo gefunden. Ja, ein richtiges Iglo. Oha. Da gibt es sicher ein Bett. Nö, Bett. Ja, hier ist nur ein Bett drin. Und ein Ofen. Und eine Werkbank. Und das war's. Schade. Also keine Leute beklauen. Schade. Tja, wer so oft hier sein Iglo rumstehen lässt, selber schuld. Ja, ist echt so. Hier gibt's ganz viele kleine Wölfe. Ja, fein. Seid ihr auch nett zu mir? Oh. Okay. Nee, die Wölfe mögen mich nicht mehr. Tja, die haben schon länger nichts mehr gegessen. Da kommt so ein Joecraft. Der schmeckt bestimmt ganz gut. Bist du ein Leckerli? Greifen die Rudolfs eigentlich auch an? Ich will einfach mal ein bisschen gucken, was sie machen. Hier greift die mich an. Nee, die Rudolfs. Nee, die rennen weg. Die können gar nichts. Oh, Slate ist ein schönes Material. Oh doch, die Rudolfs können was. Echt? Sterben? Ja. Essen? Die können gut schmecken. Ja, wollte ich gerade sagen. Die können was. Mit ein paar Gewürzen schmecken die hervorragend. Hallo. Ja. Aber gibt es die Polarbären schon? Oh. Die Polarbären sind auch stark. Oh nein. Oh. Was ist das? Überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Oje. Ist nichts passiert. Okay. Ist es jetzt nicht so, dass ich... Glaube ich dir das. Oh Gott, ja. Ja. Aber der Kleine wird ja in Minecraft von alleine wieder groß und dann kriegt er neue Kinder. Und oh Gott, ich hab gerade vor den Augen eines kleinen Lars, dem kleinen Eisbär, seine Mutter. Aber weil die hat mich angegriffen, also. Ja, du musst ihn dann auch mit umlassen. Nein, ich hab gesagt, ich bin jetzt mal nett und lass ihm noch die Chance. Nein, was ist denn nett daran, ein Kind mit einem Trauma zurückzulassen? Ja, ich will ja auch die Gelegenheit für Roleplay geben. Irgendwann greifen uns dann die Eisbären an. Okay. Und wir wissen gar nicht mehr, warum. Irgendwann greifen sie uns an und wir wissen nicht, warum. Wir wissen nicht, was wir falsch gemacht haben. Hätte ich gesagt, das ist ein Gnadenschuss vielleicht. Alter, RGB, du bist aber auch ein richtiger Genozid, ne? Kein Pazifist hier.
In Minecraft? Nö. Safe nicht. Existiert ja auch nichts. Ja. Weißt du, in Minecraft kann man seine dunkle Seite rauslassen. Also ich finde dieses Slate-Material schön. Das ist ein sehr, sehr schöner Block. Schläfst du mal eben? Ja, Sekunde. Ich muss kurz an Land, ja. Okay. Ich hab was gefunden. Was denn? Ein Dorf. Berichte. Und zwar wieder so ein dunkles Dorf. Ui. Ich hab mal den Waystone aktiviert. Das ist. Wo bist du denn? Ich guck mal. Kasekur River. Ich glaube, ich bin ewig weit weg. Hä? Irgendwie ist die Karte weg. Ah, da. Ich bin fast in der Nähe. Die wird aber bei mir nicht gerendert. Dorf. Also interessanterweise haben wir doch keine geteilte Karte. Was? Habe ich eigentlich so eingestellt? Ich sehe nichts bei dir dort. Du lebst bei mir im Void. Bist du vielleicht auf einer anderen Ebene? Weil die Karte wird in verschiedenen Ebenen gerendert, falls du gerade unterirdisch bist. Welche, oder sehr welche hoch. Höhe bist du? Ich bin auf 64. Ich bin auch auf 64. Siehst du denn komisch. Das, was ich gerechnet habe, links? Ich muss dich erstmal finden. Gott. Ah, lol, tatsächlich sehe ich dich jetzt hier auch nicht. Aber ein Teil von dem, was du gemacht hast, sehe ich. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Fehler. Und vielleicht reloadet es. Ich habe aber auch was Spannendes gefunden. Ich habe hier eine kleine Höhle gefunden. Oh oh. Ich glaube, ich habe das Versteck von diesen Ancient Golems gefunden. Dann rotte sie mal bitte aus. Oh shit, hier ist aber nichts drin. Okay. Ich habe irgendeinen gruseligen Altar gefunden. Okay, ich habe ein paar Sachen gefunden, die ganz interessant aussehen. Ach komm, jetzt brauche ich das ganze Haus ab. Egal. Hier, her damit. Deren Interface? Kann ich da irgendwas mitmachen? Oder ist er einfach nur da? Also ich habe ein paar interessante Sachen gefunden. Du solltest vielleicht auch aufnehmen, damit die Zuschauer bei dir mal gucken können, was du alles so Schickes gefunden hast. Ja, so besonders ist es auch nicht. Okay. Also ich habe gerade irgendwie so ein Ancient, ich habe ein Haus von diesen Golems gefunden, habe ich mal abgebaut. Da gab es ein paar interessante Blöcke, deren Bedeutung mir aktuell noch nicht klar sind. Aber vielleicht war das ja gar nicht mal so doof von mir, die abzubauen. Ja, ich habe so Dark Stones mit Augen gefunden. Ich baue die einfach mal ab und nehme die mit. Ich will jetzt diesen Slate hier haben, der gefällt mir. Ui. Also das ist wahrscheinlich irgendwie so der Altar dieser Dorfbewohner, wo sie Satan anbeten. Ich nehme den einfach mal mit. Mach das. So, diesen Slate nehme ich mit. Ich finde das Material einfach schön. Ich weiß noch jetzt, wo Slate ist. So, hier in diesem Biom findet man ganz, ganz viel von diesem Slate. Slate, oder wie auch immer man das rausnennt. Was ist das eigentlich auf Deutsch? Slate. Platte? Keine Ahnung. Platte, oder? Platte. Finde ich schön. Gutes Material. Gefällt mir. Oh, interessant. Okay. So, hier ist wieder so ein Altar von Sorcery. Aber war nicht so viel los. Da ist irgendwie ein Wasser mitten im Gebirge. Der führt uns jetzt allerdings nicht zu den Zoras und den anderen da. Zelda Breath of the Wild. Leute, ihr müsst das Spiel mal spielen, einfach in der umgekehrten Reihenfolge und ganz zuletzt wird es sowas geben. Da gibt es auch ein anderes Voice-Opening. Wobei ich bei Zelda Breath of the Wild, hast du das gespielt? Nee. Ah, ich finde ja persönlich, liebe Leute, dass das Spiel umwerfend gut ist. Aber ich habe ein paar Kritikpunkte an Zelda Breath of the Wild. Das ist ein super schönes Spiel, das ist tolles Gameplay und mein höchsten Respekt vor dem, was die da gemacht haben bei Nintendo. Aber ich finde, dass die ganze Zeit, also Zelda hat auch viel storytechnisch zu tun und ich finde die Story von Zelda Breath of the Wild wirklich lame, langweilig. Ich finde, man hat diese gewaltige Map, man hat wirklich dieses gewaltige, tolle Gameplay. Ich finde, man hätte da mehr draus machen können. Aber ich habe das Gefühl, dass die Zeit ausgegangen ist. Denn das, was an Story eingebaut ist,
fixiert sich vor allen Dingen nur am Anfang. Also vor allen Dingen diese ganze Geschichte mit den Soras und so. Das ist sehr gut ausgearbeitet. Es gibt viele Synchronspuren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie diese Story ausgelegt wird. Aber die Story verläuft sich dann so und ist im Nachhinein nicht mehr so stark detailreich wie vorher am Anfang. So, und das finde ich ein bisschen schade. Ich weiß, was du meinst. Das gleiche Problem ist auch mit den neuen Pokémon-Spielen. Ja, man merkt einfach, dass die Zeit, die standen unter Zeitdruck, wollten das Game rausbringen. Und da, also nochmal, das Gameplay ist irre von Breath of the Wild. Also wenn du das mal spielst, RGB, das wirst du also, ich weiß nicht, hast du eine Switch? Ja, ja. Also solltest du Breath of the Wild mal spielen. Kennst du das Spiel oder hast du es schon mal gespielt? Also ich kenne es, ich habe es aber noch nie gespielt. Ich habe, ganz ehrlich, ich habe absolut keine Zeit mehr, irgendwas selber zu spielen. Ja, gut, das kenne ich. Weil aber ich Zelda mir, ist echt toll. Ich bin ein großer Fan. Weißt du, ich habe mir letztes Jahr Cyberpunk geholt, so um mal wieder ein Spiel zu haben, was ich für mich selber spiele. Mhm. Wie viel glaubst du, habe ich mittlerweile gespielt? Ja gut, bei Cyberpunk spielt man halt eine Minute, merkt es scheiße und legt weg. Also Nee. Ich habe 2 Stunden Spielzeit insgesamt. Gut. Also es macht mir Spaß. Echt? Aber ich, ja. Ich dachte, Cyberpunk ist so fürchterlich. Nee, nur auf Konsolen. Auf dem PC läuft das super. Wow. Aber ich habe einfach keine Zeit. Weil ich schaffe es halt nur noch im Let's Play irgendwie zu spielen. Das ist jetzt nicht schlimm, aber klar, kann ich kann es verstehen. Also ich muss sagen, dass ich von Zelda Breath of the Wild begeistert bin, aber es wird nie so krass sein wie meine Lieblings-Zelda-Titel. Das ist mein absoluter Lieblings-Zelda-Titel, ist Twilight Princess. Das sind einfach, also die Karte ist zwar 12-mal kleiner, aber du hast so eine große, komplexe, verschachtelte Story, die wirklich so gut ist. Oder auch bei Skyward Sword immer wieder so viel Neues bietet. Das sind tolle Stories, die Spiele haben. Und man hätte eine geile Story machen können bei Breath of the Wild, aber es kam nichts. Also, Ja, das einzige Zelda, was ich jemals gespielt habe, war Link to the Past. Aber es ist uralt. Link to the Past ist uralt. Aber das ist auch ein schönes Zelda. Für Game Boy Advance. Mhm. Aber du musst mal wirklich, also wenn du mal richtig gute, musst du Twilight Princess, Wind Waker, das sind so die wirklich, also die ersten richtig großen Konsolen-Zelda, die sind natürlich. Ja. Also Wind Waker war gesagt, ja, die Leute haben hier Dings spielen, eine Ocarina of Time. Ja, das sind die klassischen. Also die sind auch nicht schlecht, aber ich finde, dass die neuen nochmal, die neue Generation dann noch mehr rausgeholt hat. Twilight Princess zum Beispiel, finde ich ein herrliches Spiel. Wind Waker zum Beispiel ist im Cartoon-Style gehalten und die Fans damals, die waren ja echt enttäuscht von Wind Waker. Die dachten halt, dass da was anderes kommt. Hm. Und das, ja, was das sie kann dann, schnell mal passieren, dass man enttäuscht davon ist. Aber was sie sich gewünscht haben, ist dann ja irgendwann gekommen mit Twilight Princess. Das ist die Auflösung quasi, die Twilight Princess hatte, sollte ursprünglich Wind Waker haben. Aber Wind Waker wurde dann doch im Cartoon-Style umgesetzt. Und irgendwie steht der Cartoon-Style Wind Waker ziemlich gut. So. Stell dir mal vor, wir machen so eine 10-Stunden-Folge Uncut. Du musst das verantworten. Ja, allein mache ich nicht, aber. Oh, ich sehe gerade, es gibt Tiny Torches. Was machen denn Tiny Torches? Das ist nur so eine ganz kleine Mini-Torch, die du irgendwo draufstellen kannst und dann leuchtet das. Oh, wie putzig. Ja, ich ziehe gerade einen großen Bogen um alles, einfach mal so ein bisschen um die Ränder der Biome abzuarbeiten. Dann kann man halt von der Karte später ganz gut eruieren, wie die Biome aufgebaut sind. Ja. Da ist unser Dorf da hinten. Trotzdem würde mich noch mal interessieren, was sich hier alles noch befindet. Ich befürchte, hier gibt es keine Schmiede, die ich looten kann. Das ist sehr schade. So, aber immerhin ein Dorf. Also ich habe auch nicht viel gefunden. Ich hätte jetzt gedacht, dass man irgendwo auf der Karte mal was Krasses findet. Vielleicht müssen wir noch eine größere Expedition machen als das hier. Aber heute haben wir schon mal echt eine Menge gelootet. Also zumindest eine ganze Menge Materialien gefunden. Das stimmt. Das ist definitiv eine Folge für einen Samstag, Leute, wo ihr auch Zeit habt und euch das Ganze in Ruhe angucken könnt. So, ich bin gerade auf dem Heimweg zu unserer Basis. Ich sehe sie schon wieder. Mhm. Es ist ein bisschen dunkel gerade. Achso, weil da oben die Schleiminsel ist. Okay, ich guck mir das mal. Wo bist du gerade? Bist du noch in der Nähe von diesem Waypoint da? Ja.
Okay, dann komme ich mal zu dir. Wie heißt der Waypoint? Oh, irgendwas mit River, glaube ich. Okay, ich bin gleich beim Stein. Eine Cthulhu-Statue. Und Sorgoth-Us. Gesundheit. Okay, bin da. Dark Crassic Plains. Was? Dark Crassic Plains. Warte mal, ich gehe mal kurz zum... Ah, ich will hier raus. Zum Portal. Nee. Das ist hier so ein dunkles, böses Biom. Ich sehe nicht. Irgendwas im River, glaube ich, war es. Aber warte. What? Ich schau nochmal. Ich habe das Gefühl, dass ich den hier nicht habe in der Liste. Muss den jeder für sich aktivieren? Offensichtlich. Warte, wo ist denn dieser Waypoint hier hin? Ist ja eine Ahnung. Der heißt Kesuhure River. Nö, ist bei mir in der Liste nicht drin, aber dann komme ich mal zu dir. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Waypoints in meiner Liste. Ich glaube, ich habe nur 4, oder? Ich bin komplett blind, aber nö, eigentlich nicht. Schlaf einmal und ich komme zu dir. Ja, vielleicht muss den jeder Spieler selber. Ich würde diesen Altar mal angucken, von dem du gerade geredet hast. Das klingt spannend. Nee. Oh. Der ist in meinem Inventar. Er wurde transformiert. Also der ist nicht mehr so da. Da wirst du nicht mehr viel sehen. Aber von mir aus kann ich... Achso, oder ich warte kurz, du bist eh gleich da. Weil von hier aus können wir zu unserem ersten Dorf laufen. Weißt oh du? Ja, lass uns das da nochmal gucken. Das hätte ich jetzt gemacht. Gute Idee. Also mein Quantum Bag ist schon mal voll. Deiner, meiner noch nicht ganz. Mein Ender Sack. Das ist auch was. Wo ist der Stein? Warte. Der war irgendwo hier. Da. Nee, bei mir ist er auch ist bei dir? Ah, okay. Also muss ihn jeder selber aktivieren. Jeder muss ihn selbst aktivieren. Schade, aber gut. Wäre zu leicht gewesen. Ja, jetzt kann ich... Ja, jetzt gut, ist das wäre vielleicht auch zu OP, ne? Das ist... Ja, auf dem Server mit Multiplayer. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht eine Config-Sache ist, aber erstmal. Gut, okay. Na dann. I follow you. Oder mal rüber. Was? I follow you. Dann mal rüber, oder? Okay, ja, gerne. Ja. So, da haben wir wieder ein schönes Biom, sehe ich gerade, mit sehr grünem Gras. Sehr, sehr grün, also richtig hellgrün. Mhm. Ich glaube, das ist auch von Biome so plenty. So. Oh ja, das kommt mir alles hier schon ein bisschen bekannter vor, oder? Nee. Ein paar hundert Blöcke sind es noch. Bin gespannt, was ich alles... Oh, ich krieg Nausea. Ich habe bestimmt irgendwie so eine Pflanze berührt. Leute, ich bin sehr gespannt, was ich alles übersehen habe. Schreibt's mal in die Kommentare. Warte mal, die Schafe hier, die nehme ich nochmal mit. Also die Wolle. Aber Wolle brauchen wir immer. Ich sehe noch ein bisschen Protein. Laufendes Protein. Auch gut. Ich sehe hier ein bisschen... Also was ich hier gerade mache, ist nicht sehr haram, Leute. Also an die Muslime bitte weggucken. Nichts passiert. Eieiei. Die rosa Dinger waren keine... Oh, ein Dungeon. Warte. Ich glaube sogar, das ist diesmal ein größeres. Ich glaube nämlich, das kenne ich. Echt? Wie? Also Größe in Anführungsstrichen. Ui. Also ich glaube, es hat mehrere Ebenen. Ah, oh, jetzt bin ich gespannt. Ich will rein. Haben wir so Dungeon. Ui! Yo! Ja, ne? Ja. Und da unten sind Kisten zum Looterino. Ich
killt euch mal den. Oh, hier ist eine Urne. Oh. Joe. Was ist denn das? Oh! Das war ja offensichtlich. Ja, ja. Cool. Oh, ein Splash. Was ist Woo? Ich habe eine Splash Potion of Strength 4. Ha. Das überbietet ja doch mal den Todesapfel. War auch schon wieder so eine kleine Ruine. Warum gibt es hier nicht so Terraria-like, so richtig riesen Bolle-Dinger? Also ein bisschen größer ist es. Ja, wack, lame, langweilig. Ich bin nicht zufrieden. Mein Content-Radar sagt, das hat kein Revi-Niveau. Die Sache ist die, selbst wenn es hier schwere Sachen gäbe, schon sehr bald werden wir unbesiegbar sein. Und dann ist halt die Frage, ob es dann überhaupt noch schwer ist. Klar, aber guck mal, bei Betweenlands, weiß ich, gab es nämlich Dungeons. Da gab es so Festungen, die man erobern konnte. Das war ziemlich dick. Sick. Ja, ich glaube, das haben wir hier nicht. Es sei denn, wir haben wir hier Dings drauf. Wie heißt das? Irgendwas mit irgend so Mystical Forest. Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Chat, was können wir hier finden? Ihr kennt das Modpack, ja? All the Mods. Ihr wisst Bescheid. Ja, Joe. Ja. Dieses Dorf hier, ne? Ich sehe gerade, das hat auch einen Waypoint. Ach. Ja? Wo? Haben wir den übersehen? Du bist vorbeigelaufen. Ja, offenbar. Wir haben den. Hä? Wo? Ja, ich bin gerade da. Wie haben wir den denn übersehen? Tatsächlich, ja, lol. Keine Ahnung. Der müsste in der ersten Folge Create Live drin sein, ne? Krass. Ja. Ja gut, ich meine, wir haben... Du meinst ATM 3, nicht Create Live. Ja, ja. Oh Gott, ja, ja. Das ist verwirrend. Ja, hätten wir uns ein paar Spaziergänge schmecken können. Mi. So, jetzt will ich nochmal was wissen. Trollen wir hier mal die Bücher. Ich nehme mal kurz das hier. Hier gab es keine Bibliothek. Ich will wissen, wie diese Inseln aussehen mit dem Slime. Die sind nichts Besonderes. Da oben ist einfach nur ein See aus Schleim. Ach! Will ich sehen. Okay. Interessiert. Also wenn du oben bist, ja? Ja. Bau die Bäume ab. Die droppen Slime-Saplings und dann können wir Schleimbäume anbauen, die aus Schleim sind. Okay. Oh oh. Haben die hier eigentlich ein Gewächshaus oder sowas? Ah. Ups. Ah. Ich hab noch was. Die Schleims sind aber nicht gerade schlau. Nee. Das sind ja auch nur Schleims. Ich spring hier runter wie die Lemminge. Ui. Aber das gefällt mir. So, ich mache jetzt Folgendes. Ich stelle mich jetzt hier hin und esse den bösen Apfel. Nein, was? Eigentlich nicht, nein. Ich brauche, aber das ist mal ein cooler Shot hier. Also mach das, aber... Warum sterben die hier? Also die Insel gefällt mir sehr, das ist eine schöne Insel. Joe? Ja? Du wolltest doch auch das Steve Jobs Theater bauen, ne? Ja. Können wir da am Eingang links und rechts eine Cthulhu-Statue hinstellen? Was ist das? Kennst du nicht Cthulhu? Nee. Aus South Park? Nee. Cthulhu ist so ein dunkles Monster der Finsternis, das die Welt zerstören möchte. Ja, dann... Machen wir ja. Okay. Quasi so ein dunkler Gott oder sowas, je nachdem, wie man es sieht. Dieser Schleim ist verrückt. Ich habe das Gefühl, dass man auf den immer schneller nach oben kommt.
RGB? Bist du Ja. da unten? Ja. Kannst du was machen? Kannst du mal Kommt drauf genau darunter an. gehen, wo ich gerade bin? Maybe. Hier, ich drop dir mal was runter. Aber ich habe keinen Ist Platz egal. mehr im Nimm das Kopf. mal kurz, Inas, aus dem Ja. Ah, Inventar. doch, ich hatte noch. Kannst du mir einmal ein 3x3 Landing Pad dort machen? Ich will mal wissen, wie hoch man kommt, wenn man. Weil ich habe das Gefühl, dass die viel stärker den Fall nach oben bouncen als der normale Schleim in Minecraft. Das kann sein, ja. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie den Fall nochmal, also dass sie das nochmal explizit, Ja, exponentiell. hast du Slime-Saplings dabei? Ja, warte, ich baue noch gerade einen Baum ab, damit wir genug welche haben. Okay. Es gibt auch verschiedene, also jede Farbe hat auch seine eigenen Saplings, ne? Okay, ich habe alles. Gut. Okay, dein Pad ist fertig. Ja gut, das kriege ich hin. Hui. Ui. Hui. Jetzt, du hattest die Gelegenheit gehabt, mich zu killen und du hast es nicht getan. Ich weiß. Ich Ich habe überlegt, hab könnte dich ich denken irgendwas gehört. Ich machen? hab Und ich dich dachte denken mir, gehört. Wirklich. wenn ich jetzt leimfarbigen Beton dabei Ja. hätte, Ja. Ich hab das dich hat mein denken gehört, Gehirn ganz. RGB. Du hast mich denken gehört, Ja. ja. Ich hab Das war wirklich auch. einfach zu verlockend, aber ich hatte Ja. nichts, was Das auch nur wusste die ich. Farbe hätte, um dich zu Ja. überzeugen. Das war mir klar. Das war trotzdem herrlich. Oh, die Cinder Pearls kannst du auch mitnehmen. Die Cinder, die Shimmer Leaves meine ich, die kannst du auch mitnehmen. Welche Schimperleaks? Shimmer, diese kleinen da, diese kleinen Blumen, ja. Die. Dann Nimm auf die. zurück zur Das sind Base. noch mehr. Das sind noch mehr. Nimm die mit. Lass uns Die unser können diese NE-System Seuche füttern. von Towncraft eindämmen. Ja, ach so, genau, diese Seuche. Aber wenn die ausbricht, haben wir ein Problem, oder? Wir müssen es halt dann eindämmen. Oh, wie schön. Guck mal, wie schön die brennt. Das ist also Ach ja, herrlich, genau, Mensch. da habe ich ja das Öl angezündet, Das ne? brennt Also ja man bis sieht jetzt ja es. noch. Brennt gut. Was hast du eigentlich vor, Joe? Ja, nach Was Hause zu hast du gehen, zur denn? Base, oder? Obwohl wir hier einen Waystone haben? Also du kannst gerne zu Fuß laufen, ne? Ja. Okay, wo er recht hat er. Okay. Kannst ja Ja. den Weg nochmal erkunden, den wir schon fünfmal gelaufen sind. Das ist natürlich auch eine Option. Langweilig. So, ich mach mal hier. Klick, klick. Ah, du hast ein Bett illegalerweise hingebaut. So, es gibt Creative Spikes, ne? Die Creative Spikes bieten hohes Potenzial für die besten Pranks. Weißt du, was die machen? Hier, die Insta-Kill. Insta-Kill. Du berührst diese Spikes und bist sofort tot. Wirken allerdings nur auf Spieler, leider. So, wisst ihr, guck mal, jetzt Noch kann man nämlich, Spieler? guck mal, man Nee. kann Shift Wirkt jetzt, noch guck mal, auf. RGB, du kannst jetzt einfach auf die Kiste Shift Rechtsklick machen und schon sind alle Items drin. Ja, oh. Oh, das geht mit dem Sack nicht? Aha. Nee, das geht nur mit dem Speziellen, den du gemacht hast. Das ist eine Funktion von dem Sack und nicht von dem Ding. Lehim. Okay, müssen wir es so machen. Aber du kannst auch deine Sachen aus dem Endersack zum Beispiel hier aus der Kiste hinten rausholen. Okay, das stimmt. So, jetzt machen wir alles hier. Und ich muss mich beeilen, Warum? dass ich den letzten Speicher auf meinem E-Ding noch krieg. Wie ist unser Speicher bald voll? Also ich sehe nur noch eine Festplatte, die grün ist. Oh. Und jetzt sehe ich keine mehr, die grün ist. Es ist vorbei. Das heißt, ab jetzt können einige Sachen nicht mehr importiert werden. Sag mal, kann man eigentlich Festplatten importieren oder gibt es da Möglichkeiten? Also wenn du neue Festplatten hast. Wie meinen? Also, pass auf, angenommen, wir machen jetzt bessere Festplatten. Was machen wir mit Ja. den alten? Die können wir nicht wegschmeißen. Da sind ja alle unsere Items noch Also drauf. Können können wir die. schon. Was? Ja, können wir die Items dann von einer Festplatte quasi übertragen auf eine neue? Ja, es gibt einen Block, der heißt MEIO-Port.
Und der hat zwei so Drives als Crafting-Rezept. Da kannst du auf einer Seite eine reinstecken, auf anderer Seite eine reinstecken und dann überträgt er das. Ah ja, okay, perfekt. Ja, das sollten wir mal vielleicht kurz machen. Aber du kannst auch einfach ein zweites Drive bauen. Oder wir bauen ein zweites Drive. Ja, stimmt. Okay. Ja, das ist auch cool. Lass uns einfach ein zweites Drive bauen. Allerdings machen wir das am Livestream. Das heißt, liebe Leute, das werdet ihr hoffentlich schon gesehen haben. Ach Gott. Okay, bitteschön. Aber wohin damit? Hier, gib her. Hier. Da. Ja, out of order. Einfach irgendwo hingesetzt, wo es so Game It Out Style, so einfach, ne? Ja. Ja. Also, mein Sleeping Bag nehme ich mit. Und meine Ender Chest nehme ich mit. Mitnehmen? Mein Endersack. Wo ist der denn? Da. Endersack. Inwiefern? Ja, inwiefern so, ich pack den mal mental für so eine Standardbelegung von Items. Ach so. Das ist ein Bohrchen. Das ist mein Bohrchen. Das kommt dann hier hin. Das kommt dorthin. Das kommt hier hin. Dann ist der Joe schon ganz gut ausgestattet. So. Dann kann ich mich die Items hier durchcyclen. Wir brauchen irgendwas mit Repairing. Aber jetzt machen wir Feierabend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Und ciao, Leute. Kein Ciao von der RGB? Doch, hab ich doch. Kam nicht an. Nochmal. Ciao, Leute. Tschüss. Naja.